Servus, Waldmusik-Fans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs und heute bin ich zu Gast bei einem wahnsinnig sympathischen und schönen Duo bei der Birgit und bei Moni und zu Gast wirklich da örtlich bin ich bei der Birgit und deswegen geht natürlich an die traditionell die erste Frage. Birgit, wo befinden wir uns am letzten Grund? Wir haben in Groß-Birnbach, Alex, heute Abend, das gehört zu Bischofsmals. Genau. Und schön, danke, dass ich kommen darf und schön, dass du mich eingeladen hast und dass wir das Video miteinander machen dürfen. Es ist ja so, in Bischofsmoors war ich schon öfter, ganz, ganz witzig. Ich habe nicht gewusst, wo du wohnst und wo du daheim bist, aber wie dann der Mann geschrieben hat, du musst wieder auf Bischofsmoors, habe ich schon schmunzeln müssen, weil ich die letzten Monate ganz, ganz oft da in Bischofsmoors war und ich habe mir gedacht, irgendwann habe ich doch einmal alle Bischofsmoorser Gruppen durch, aber nein, immer wieder tanzen so hübsche Frauenführer, die ja, bereit haben, ein Video zu machen, die wieder aus Bischofsmoors sind. Gut, man muss jetzt vielleicht sagen, ich bin ja keine gebürtige Bischofsmeisterin, sondern wir haben zugezogen vor 7 Jahren ungefähr, ist unser Wahlheimat, wir haben das Haus da gekauft im Birnbach und ja, gefällt uns ganz gut. Zu groß, die Breite. Zu groß, ja. Aber nicht vorbei, gerade 20 Kilometer. Ja, dann geht's so. Ja, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer ganz genau aufpassen, ein bisschen hinsummt und sich das Gesicht anschaut, der kennt einen Moni. Der Moni war nämlich vor ein paar Wochen, Monate ist schon fast her, schon dabei in einem der Waldmusik-Videos. Damals mit dem Johannes, mit meinem Johannes haben wir auch ganz finde ich, geklungenes, ja, ein schönes Video aufgezeichnet. Und da war der Moni schon dabei. Und ist zwar seid aber auch im Duo in dieser Besetzung unterwegs. Moni, ja, ab und zu geht er mal halt ein bisschen fremd. Polygamy Musikgruppe. Der Moni tut da und da miteinander, ja, oder? Ja, aber der Fabi, die wollte ein wenig mit. Musiker. Oh Mann. Moni, wie lange seid ihr schon unterwegs in dieser Besetzung? Begonnen hat das. Das mag mir mal Birgit erzählen, die Geschichte mit der Musikschule. Erster Tag, 14. September 2010. Dienstag. Schon Zeit, ja. Ja, da hat jemand gefragt, wir haben den Anmeldebogen ausfüllen müssen. Hören wir eh denkt, warum will man nicht so wieder ausfüllen? Da haben wir da schon ein paar mehr ausgefüllt. Da staut sich ja nicht weh. Wisst ihr nichts? Können die jetzt ja mit? Dann ist die ja nicht immer plötzlich. Auf alle Fälle ist eben in der Klasse einfach gesagt und gesagt, was ist denn für ein Datum? Aber wie tut es für ihn wieder? Der 14. September! Jetzt warte ich schon mal, wenn man zu auf das Datum. Jetzt fragt sich, was du für ein Datum ist. Was ich, ja, genau. Das bin ich, das war damals Blattling Musikschule. Genau. Da habt ihr ihn kennengelernt. Ja, genau. Und dann kannst du vielleicht spielen. Ja, witzig war ja dann eigentlich das, weil ich war ja damals schon ein bisschen älter. Also nicht mehr frisch aus der Schule. Und kommen halt da rein in diesen Klassenraum, 2 Stuhlreihen hintereinander. Und ich sitze mir natürlich gleich hinten, weil ich möchte mir ja nicht auffallen und nichts sehen. Ja, die Coolen sitzen hinten einfach, gell? Du willst gleich einmal schon. Nein, ich wollte eigentlich lieber gleich ein wenig verstecken, weil man denkt, da bestimmt lauter saugute Musiker da und ich muss da nicht ganz vorne dabei sein. Auf alle Fälle sitze ich in der 2. Reihe, kommt der Moni rein, sitzt die so schräg vor mir. Und wir haben halt da den Bogen ausfallen und Geburtsdatum und so weiter. Jetzt habe ich da wegen so über seine Schulter übergeschaut und jetzt muss ich da mal schauen, weil du bist auch schon wegen älter. Super. Und ja, so ist das angegangen. Genau, so ist das angegangen. Von dem Moment an eigentlich haben wir befreundet und genau. Gut verstanden. Und genau. Dann gleich musikalisch auf Live-Auftritte unterwegs dann seit der Zeit oder hat das noch ein bisschen gedauert? Das hat gedauert. Das hat gedauert, ja. Auf alle Fälle, weil man lernt sich kennen und man weiß überhaupt, was tut man überhaupt und so weiter. Und Birgit war in der Musik, jetzt in dem Sinn, in der Volksmusik gar nicht. Und irgendwie haben wir aber dann so Theaterstücke gemacht und so weiter. Und da haben wir da dann draufgekommen, dass wir mal zusammen was machen. Und dann sind da ein wenig eingewachsen. Ich und Papa und so weiter. Und genau. Dann haben wir mal gespielt und dann wirst du eingeschüttet und dann geht es weiter und dann so geht es nicht dahin. Also Volksmusikszene war vorher gar nicht so deins, in welche Richtung warst du da? Ja, ich bin tatsächlich schon mit Volksmusik aufgewachsen, auch, weil mein Papa ein Musiker ist und relativ viel unterwegs war, auch damals tanzmusikmäßig, aber herzensangelegt war mir immer schon die Country-Musik und habe da auch, ja, jetzt fast 20 Jahre lang Country-Musik gemacht, hat sich dann jetzt mittlerweile überschnitten mit dem Money. Weil mir die Oberkleiner Musik jetzt zum Beispiel auch ganz gut gefällt. aber tatsächlich, ja, gesanglich und so,
ist das jetzt eher mein Welt gewesen, tatsächlich, mhm, ja. Okay, aber mittlerweile bist voll angekommen auch in der Volksmusik und volkstümlichen Musik. Ja, ja, ich bin ein bisschen so allround-mäßig, mhm, unterwegs. Also ich mache auch andere Sachen, mhm, mache jetzt auch kirchliche Geschichten, Taufen, ah, ja, Hochzeiten, sowas auch. Kann man die da auch buchen? Oder natürlich! Wie? Ja, darf ich da eine Telefonnummer irgendwie drunter in Beschreibung? Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich, ganz gerne. Sowieso. Ich habe sogar eine super schöne Telefonnummer. Ja, blendet man dann sauber rein, gell? Nein? Ja, also kann man mal deine Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen eine musikalische Darbietung liefern? Wie schaut es denn aus? Ja, wir haben uns natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, mhm, beziehungsweise der Mani mit dem ganzen negativen Thema natürlich beschäftigt man sich auch, oder kommt man ja im Endeffekt, mhm, nicht mehr drum rum. Man fühlt ja schon auch ein bisschen mit den Leuten, denen es jetzt da ist, einfach nicht so gut geht und mit, mhm, dem Krieg einfach. Und dann hat der Mani natürlich den Vorschlag gemacht. Ja, wir wollten, zuerst waren wir auf dem Weidlerherz, haben wir ja schon gesagt, ja, genau, aber dann ist mir hinterher eingefallen, dass erstens einmal mache ich das allein mit meinem Kollegen eigentlich, mhm, wo wir zweistimmig zusammen, mhm, gesungen sind, dann ist... War auch kein Problem gewesen, ich, ja, lehne mich auch gerne mal zurück und trinke einfach mal. Aber dann ist jetzt einfach, das hat sich alles entwickelt anders und haben gesagt, hey, machen wir doch ein bisschen Frieden. Mhm. Von der Nicole, ich finde es, dass Birgit schöner singt wird Nicole, aber... Ja. Nichts gegen die Nicole, aber die schaut auch mal zu, Nicole. Falls du es durchschaust, aber. Tut mir leid. Das tut mir auch, aber die sind so nicht. Die sind einfach vorbelastet, das muss man jetzt ganz klar so sagen. Genau. Ja. Dann lassen wir es raus. Genau. Legen wir los. Jawohl. Ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Thank you.
ein bisschen Frieden. Ganz schön gesungen von der Birgit. Dankeschön. Ja. Mei, das ist ein Lied uralt eigentlich, aber aktueller denn je, kann man wirklich sagen. Ja. Schade, dass es momentan so aktuell ist wieder. 1982. Wahnsinn. Da war ich noch gar nicht auf der Welt, wenn ich das mal so sagen darf. 40 Jahre. Ja, ich auch noch nicht. Du schon? Ja, schon. So weit kann ich nicht reden. Na ja, gut, das ist nicht der Liebe. Doch. Hey, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben wahrscheinlich gesehen, ja, da ist mit mir was zum Trinken da. Ein kleiner Trinkspruch. Je älter der Bock, desto steifer das Horn. Aschi. Nein, was ich sagen wollte, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben wahrscheinlich gesehen, dass wir da immer so hinhören. Ja, das ist das Tablet da mit dem Text natürlich drauf, aber das ist ganz schön verziert. Birgit, was steht da ist dahinter? Kannst du das einmal erzählen? Ja, unsere Tochter, die Emily, die hat sich das nicht nehmen lassen, dass sie halt da auch noch einen kleinen Beitrag leistet und ja, war Vogelwelt noch am Basteln, hat natürlich noch eine Gitarre gebastelt. Aha. Und vorne noch einen kleinen Spruch dazu geschrieben und die Kulisse muss passen. Genau, das Mikrofon hat es auch gleich hergelegt und gesagt, Mama, gell, falls du das Mikrofon brauchst, jetzt darfst du das halt hernehmen. Gell? Ja, sing einmal rein in das Mikrofon. Große Ehre. Das lernt ihr schon fertig, oder? Ich hab das mit mir eingeschaltet, glaube ich, oder? Ist das, läuft das schon? Hallo? Oh. Line in. Hallo? Du kennst es besser. Ja, ich hab's auch schon lange nicht mehr hergenommen, aber es ist. Das passt ja wunderbar, das ist ein super Mikrofon. Es geht wirklich ganz gut, ja. Perfekt. Gute Investition. Perfekt. Nein, Alex. Du mir ein paar Effekte. Test 1, 2, 3. Ja, schön. Alex hat ein paar Linsen an seinem Ding, 90 Euro bei Amazon. Tu mir so einen Effekt. Ja, genau, das verkaufen wir gleich. Ich weiß jetzt wieder nochmal, wie der geht. Ja, okay, Effekt. Ich weiß. Ja, du musst. Ich hab's vorher erklärt. Hallo? Hört man? Da. Nein, noch nicht. Er weiß es aber. Perfekt. Nein, jetzt warte mal. Wo ist er? Ja, jetzt er. Also, für alle, die Interesse an dem Mikrofon haben, ich hau euch einen Link unten rein, dann geht's jetzt schnell zu hören oder so. Lautsprecher drin. Lautsprecher drin. Komm mal, wir sind mit Bluetooth drin. So, also, Spaß beiseite. Wie ist jetzt das so? Bei euch, wenn man euch bucht, natürlich durch die Telefonnummer drunter, einen Namen direkt hat euer Gruppen nicht, oder wie schaut es denn da aus, Moni? Nein, haben wir öfter schon mal gefragt worden, und wir haben ganz bewusst dann gesagt, wir wollen jetzt da keinen riesen Aufwand nicht betreiben, wir spielen mal so, wie wir heißen, zum Beispiel in Straubing Wirtshaus Roas, zum Beispiel war ja geplant, jetzt schon ein paar Mal von Schumann ist, da haben sie uns auch gefragt, dann haben sie gesagt, nein, wir haben keinen Namen. Und das haben sie dann auch praktisch so eingesetzt, nicht? Die, wir haben keinen Namen, Birgit Hirtreiter und Manfred Flügel. Du hast ja gesagt, Wirtshaus Roas, was sind denn so Geschichten, die ihr gerne spielt, wo ihr euch wohlfühlt, welche Art von Auftritte? Ja, es sind immer, sag ich mal, überschaubare Sachen, halt Geburtstage, Vereinsfestel, irgendwo die Richtung halt nicht, wenn man so zwischen, was weiß ich, 50 und 200 Leute, sag ich mal nicht, vielleicht mit Anlage oder ohne Anlage, also machen wir das auch mit. Zwischen 50 und 2000 Leute, wie schallen wir immer alles. Man muss schon ein wenig, ja. Aber Anlage wäre möglich, oder? Ja, genau, genau. Also haben wir immer so mit Midi-Bass ja, unterwegs halt nicht, mit, genau. Posi-Anlage ein bisschen, also unbedingt. Bis zu 200 Leute oder so. Für alle, die sagen, also das sympathische Duo, das möchte ich gerne für meine Veranstaltung buchen, unbedingt. Ja. Die Stimme von der Birgit, unverkennbar. Genau. Ja, ist wirklich also, so. Jetzt hört es mir auch weh, wie ja, da. Wirklich. Wie? Habe ich schon oft gehört. Ich möchte jetzt nochmal auf das Blattling zurück. Gibt es da irgendwelche schönen Geschichten nochmal, die man rauslassen kann? Irgendwas, was ihr erlebt habt? Habt ihr Partys gefeiert? Oder wie war denn das damals, Birgit? Oh mein, wo fange ich denn an? Ja. Nein, natürlich, da hat es eine ganz berühmte WG gegeben, die es mittlerweile nicht mehr gibt, also eine Wohngemeinschaft. Mhm. Da waren etliche Zimmer und da war unter anderem ein Dachboden mit Lichterschläuche da dekoriert und so weiter. Das war die Edeka-WG. Aha. Und da ist schon ja, die eine oder andere wilde Party einmal gefeiert worden. Also, ja. Ganz eine schöne Zeit. Das also war, ja, das kann man ganz schlecht eigentlich in Worte fassen. Es sind ja ganz viele gleichgesinnte Leute natürlich, die alle im Endeffekt dasselbe Ziel haben, irgendwas mit Musik zu machen oder das bereits können zu intensivieren. Mhm. Gut, es sind viele natürlich auch
dann wieder andere Wege gegangen. Früher haben aber natürlich dann auch zum Studieren gegangen. Mhm. Das ist so weit gefächert, das Spektrum. Die anderen haben nach Ansbach gegangen, haben da eine Zusatzausbildung gemacht für Fachlehrer und so weiter. Aber irgendwo der gleiche Nenner ist natürlich die Musik, ob das ein Pianist ist, ob das ein Akkordeonist ist, ob das ein Gitarrist oder sogar die Sängerinnen, die haben immer ein bisschen, die scheinen sich immer ein bisschen. Ach so, warum das? Nein, weiß ich nicht, die haben immer nicht so beliebt. Ich weiß auch nicht, warum. Natürlich. Das ist zu hoch, dann brauchen wir einen Halbton dürfen nicht. Und wenn halt du da in D spielst, dann bist du nicht noch in C. So. Aber sie können halt da leider nicht das auf. Das ist halt natürlich und das Problem. Genau, so kleine Spanne, oder? Und wenn du so nicht spielst, dann. Weißt du, was das Problem ist? Gerade bei den Akkordeonisten, die mögen halt nicht in Cis spielen. Wir Gitarristen haben wir da natürlich keine Probleme. Das, also ob das Cis oder Füß oder Schiss, das ist völlig egal. Aber sie jammern dabei, gell? Genau. Das ist das Problem. Drum haben wir Sängerinnen leider nicht so beliebt. Ich bin ja froh, dass ich nur Gitarre spiele und nicht ein Schäferl gerade, weil da bin ich wenigstens nur ein bisschen eine Instrumentalistin. Wie ist denn das? Es war es ja doch nicht. Waren es die Eltern in der Klasse wirklich drin? Oder einfach die Eltern? Oder wie ist denn das gelaufen? Also, ich habe immer gesagt, ich bin die Eltern von den Jüngern, weil ich war damals 25. Mhm. Und war das ein Problem mit den ganz Jungen da irgendwie zum Hampern, meine ich, dass du sagst, du damals doch schon über 30 wahrscheinlich, dass also du das 18 gleich am Anfang halt, oder sehr oft für einen Lehrer gehalten natürlich. Und sie gleich sie zu dir gesagt. Ja. Der Pfarrer ist ja gekommen, haben Sie einen neuen Lehrer? Ja, es hat wirklich oft gegeben und war super. Also ich habe sowieso da kein Problem mit Jüngeren und so weiter und war auf alle Fälle eine super schöne Zeit und Wie gesagt, da ist halt einfach der gemeinsame Nenner die Musik und es ist eigentlich völlig egal, auf von welcher Schulbildung, ne? Ob das jetzt eine Hauptschule ist, ob das Realschule ist, ob das Gymnasium ist, ob du schon eine Ausbildung hast. Ich bin ja, oder wir zwei zum Beispiel, haben wir ja beide mitten aus dem Berufsleben gekommen. Also das ist völlig egal, was du da machst. Du triffst die Leute, die haben alle, die einen haben ein wenig seltsamer wie die anderen. Ja. Aber im Endeffekt ist alles eine Linie. Ja, wir waren übrigens Klassensprecher, das muss man lernen. Wir haben beide gleich viel Stimmen gehabt. Und ich sage, Birgit, ja, das sind Streber normal immer Klassensprecher. Nein, ich kann es nicht machen, weil ich muss viel arbeiten, sage ich mal, noch nicht, weil ich habe das nicht mehr gemacht. Dann Birgit da praktisch erster Klassensprecher und wieder ein zweiter. Also das war auch irgendwie witzig, ne? Ja, schön. Ja, die Leute, die halt die Guschen am weiteren Ufer haben, gell, die bringen es halt am weiteren. Und die haben halt sich wahrscheinlich gedacht, ja, 30 Leute in der Klasse, die zwei, die bringen es mehr auf. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Da war gleich gewählt. Apropos, die bringen es mehr auf. Kann man natürlich noch mal einen Singer auch, oder? Wie schaut es denn aus? Ja. Diesmal haben wir ein bisschen, quasi eine Stadi, nur zum Nachdenken dabei, aber sagt sie mir selber, was wir dabei haben. Also, das Lied heißt Geschaut, ob nicht so bass. Und passt eigentlich ganz gut für uns zwei, weil wir natürlich figürlich immer ein bisschen Probleme haben. Mir? Ja. Du vielleicht. Nein, und da geht es ja tatsächlich darum, es ist eine kleine Hommage an alle Frauen. Denkt euch nichts, wenn es ein bisschen wie ich, wenn ihr zu viel auf die Rippen habt, weil es ist völlig in Ordnung. Und mein Papa hat mir das immer gesagt, wenn wir uns, meine Schwester und ich geschminkt haben zum Vorgängen, hat er gesagt: Dirndl, hör auf, das muss gar nicht sein, weil wer dich liebt, liebt dich auch so. Und das ist so der Grundgedanke von dem Lied irgendwie, wenn so, dass man nicht viel tun muss. Wenn der Richtige kommt, dann nimmt er die auch dann mit passt. 20 Kilo zu viel. Ich sage immer, wer schöner ist, als ich, der ist geschminkt. Da hast du aber auch recht. Baut man, oder? Geh schau mal nicht so besser. Genau, frisch gelernt und haben wir jetzt raus. Schauen wir brauchen wir vorher noch einen Schluck zum Stimmen. Den trinken wir nochmal noch. Ja, trinken wir noch. Hätten wir fast einen Knopf gehabt. Ja, den trinken wir noch. Später. Seid ihr bereit? Warte, Moment. Jetzt. Gut, los geht's. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, nicht so bass, dir ein Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir ein Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir ein Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass. Bass. Freilich zwing ich mich nicht in der Finish. Doch ich kann schielen. Ich sag's dir ehrlich. Gibt es halt endlich zu, so schirk ist das Ding. Bissl was zum Pappen, alles einmal gepflegt. Überall siehst du stehen, die Tiere wohnen auf. Wie der die Stecker führt, da kannst du wohl laufen. Da wusst du, Beauty, Beauty.
dann lass die Zunge von hier bis vorne, das passt schon, taub, sonst ist ja gescheiter Arsch. Ja, mein Mann, da hat euch gleich schon gesagt, dass das gar nichts bedeutet. Was man macht, schau, wenn der Richtige kriegt, ist das wurscht, denn viel Arsch als viel frei. Du Wuldi, Wuldi, ah, du Wuldi, hey, du Grandige, die Rieh auf Maschel, die Barbie-Puppen. Was man macht, schau, schleit die mit einer Fett reduzierten. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass. Ja, lieber Rüdung zu, die Morgen, du skratschern vom Osterwind. Das wird schon später rund. Oh, da kommst du gehen, von dir bis voll, das passt schon taub, sagst du, ist ein gescheiter Arsch. Ja, mein Mama, du weißt schon gesagt, dass das voll nicht bedeutet. Papp, schau, wenn der richtige Kind ist, ist versteckt, voll Arsch und voll frei. Du willi, willi, ah, du willi, willi. Wenn du gerade die Gewirre auf der Schlüssel, die Barbie-Puppen. Papp, papp, schau, schreib dir mit deiner Welt reduzierten Nullsu. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass, dir der Hagel. Geschau doch nicht so bass, nicht so bass. Kannst du bitte auch, aber du hast noch mehr wenig Schnee. Schau, Kinderauge. Ich weiß nicht. Jojo. Du musst es wissen. Ja, doch, bestimmt. Oh, mein, so ist das. Oh, Kimi, vom Lachen gar nicht mehr rausreizen. Was wollte ich jetzt noch fragen? Genau. Was der Wortsenker von der musikalischen Zukunft jetzt, so wie es da sitzt, ist schon fein in Planung oder seid ihr ein wenig abwartend? Wie schaut es denn jetzt noch aus? Das ist eine ganz gute Frage. Ja. Du, ich kann ja noch. Wisst nichts. Ist nichts in Planung. Gut, für den. Nein, Moni, es, natürlich ist abhängig von der ganzen Entwicklung im Moment. Sei es das eine, also auch das andere. Mhm. Ja, ja, es gibt viele Punkte, auch zum Beispiel, dass von der Birgit Leiter einen Fall gibt, wo ein Musikerkollege verstorben ist vor kurzem, mhm, und da natürlich auch, wenn es ein Loch drin ist, mhm, wo man sagt, das wollen wir vielleicht auch mit dem einen oder anderen Titel füllen, mhm, wo man sagt, ja, das geht halt dann irgendwie ab, mhm, und haben wir auch schon gemacht und, mhm, und ja. Aber seid gute Dinge und schaut positiv, ja, ja, in die Zukunft, ja, natürlich. Ja, es ist immer wieder einfach eine Veranstaltung und wenn wir, haben wir doch schon einige Auftritte gespielt, wo man dann bekannt ist und, mhm, wo man sagt, hey, die wollen wir wieder mal haben, wenn irgendwas ist und so und vom Magen hier. Also es sind lauter so immer Bekannte. Ne? Es ist selten, dass irgendwo, wir machen ja keine Werbung, oder, ja, wo man sagt, hey, wir haben noch Termin. Außer natürlich über meinen YouTube-Channel. Ja, ja, jetzt da natürlich. Ich bin sehr verabschiedet, wenn wir reden, hundertprozentig. Da kriege ich die Telefonleitung heiß. Apropos, ich sage es nochmal, davor habe ich schon gesagt, unbedingt, wer das Duo buchen möchte, unbedingt anrufen. Ich glaube, ich setze deine Nummer drunter, gell, weil sonst da, ja, rufen die ganzen Männer wahrscheinlich. Da kannst du nicht mehr reden. Dann hast du auch ein Problem mit deinem Mann. Gell, darf man auch dazu sagen. Also ich muss sagen, das ist mir in 20 Jahren muss ich spielen, noch nicht passiert, dass die Männer alle Biografen reden. Da hat mich mal recht gefreut. Achso, ja, dann kriege ich die Telefonnummer auch drunter. Nein, ist ein paar Problem. Ich weiß mir schon, die Telefonnummer, die ist überall da. Weißt du, ich mache da noch Fußpflege nebenbei.
Zeit und Star. Ach, das, und so. Ja, ja. Kann, das kannst du verbinden, einmal, oder? Muss ich spielen und nebenbei, da führst du dich. No, ja, so ja, wenn wir das verbinden, werden wir ja alles bereit. Super. Ja, Unterschied. Aber jetzt müssen wir deine Mama müssen wir ja noch grüßen. Ja, stimmt, genau. Nein, unbedingt. Regina. Mama, Regina, gehört unbedingt grüßt, weil hoffentlich schaust du es auch bis zum Schluss so, gell? Hoffentlich. Weil meine Mama hat mich geschimpft. Ja, geschimpft nicht direkt, aber ins Gewissen kriegt, weil auf dem YouTube-Kanal der Frauenanteil der Musikerinnen so gering ist. Und hat gesagt, ja, die ganze Zeit, Monate, ich spiele schon schön, aber ich möchte auch mal eine Frau dabei haben. Und jetzt schau her, Mama, jetzt haben wir eine Frau dabei. Und wahnsinnig gut gespielt und gesungen natürlich hat es auch noch. Ich hoffe, jetzt bist du wieder zufrieden, Mama. Und ich habe auch schon gehört, Regina, dass du recht gern und gut singst, ja. Wenn du mal was zusammen machen möchtest mit mir. Dann sagst du Alex Bescheid oder der gibt dir meine Nummer, dann machen wir mal was zusammen. Ja. Weil im Video hat er sich nicht traut, Mama, bis jetzt. Und ich sage auch noch was dazu, ne, wenn man das so vielleicht pädagogisch richtig macht. Ich darf mich wahnsinnig freuen, wenn ich von dir mal ein Video oder deine Stimme und Gesang mal hören darf. Ja. Da machen wir was aus. Jetzt hast du es gehört. Das ist jetzt, hat mein Mund verlassen, das ist draußen im Universum. Wunderschön. Ja. Ich glaube, das ist ein recht guter Abschluss für das Video. Ja. Oder wolltest du jetzt noch irgendwas loswerden? Außer, dass ich das super finde, dass du das machst. Ja, ja, also, ich finde es auch. Und ich bin total stolz, dass du da halt da bist, dass du gekommen bist zu mir. Ich freue mich, dass ihr euch bereit erklärt habt, dass ich dass wir miteinander das Video aufnehmen. Gerne natürlich, aber ein Haufen Arbeit natürlich, was du dir da aufmachst und ein super Kanal halt einfach, wo man sagt, hey, dann kann man. Weißt du, der Wald, wie oft auch unterschätzt, sondern so kann man sagen, hey, gerne mehr der Waldmusik. Ja, genau. Jeder so wie auch. Ja, in diesem Sinne, natürlich alle, denen das gefällt, einen Daumen hoch auf Gefällt mir drücken, geht der Daumen nach oben, so wird man dich loben, sage ich immer, und auf Abonnieren auch klicken, das kostet nichts, kostet überhaupt nichts, unbedingt klicken. Gratis. Und dann kann ich nochmal sagen, Dankeschön, Birgit, Dankeschön, Mani, und bleibt alle gesund, macht es gut, und bis bald im Wald. Vielen Dank, Servus.